Herzlich willkommen zu den DHV News. Diese Sendung soll auch eine Art Chronik der letzten Tage der Hanfprohibition sein. Und es ist noch gar nicht so lange her, da hätte man ab und zu mal ein Highlight bringen können, alle paar Wochen, alle paar Monate. Mittlerweile überschlagen sich die Ereignisse und ich kann ständig Meilensteine berichten. Das ist fast eine Inflation an Meilensteinen und der von heute, für mich jedenfalls, ist die Tatsache, dass die FDP die Legalisierung von Cannabis beschlossen hat. Zum ersten Mal in der Geschichte dieser Partei sagt sie, man muss den Cannabismarkt regulieren, man muss entsprechend Steuern einführen, Jugendschutz und so weiter und so fort, also eine vollständige Legalisierung durchziehen. Das hat eine gewisse Vorgeschichte. Ich habe hier berichtet von den Landesverbänden, die sich dafür ausgesprochen haben. Mittlerweile aber tatsächlich auf Bundesebene, auf dem Bundesparteitag letztes Wochenende, hat die FDP das beschlossen. Ein Meilenstein auch deshalb, weil jetzt im Prinzip wirklich kaum noch eine relevante Partei, die nicht SPD und CDU heißt, keine Legalisierung im Programm stehen hat. Wenn man mal davon ausgeht, dass sich die AfD gerade selber zerfleischt und demnächst in die Bedeutungslosigkeit absinkt, scheint die FDP aus derselben wieder aufzutauchen. Und wir haben jetzt mit Grünen, Linken, FDP und die Piraten sind auch noch in etlichen Parlamenten vertreten, haben wir vier Parteien, die sich vollständig für die Legalisierung aussprechen. Und die Diskussion in SPD nimmt zu, in der CDU fängt sie an. Und sie stehen mittlerweile dann ganz schön alleine da mit ihrer Politik. Und langsam ist wirklich absehbar, dass etwas passiert. Ich habe immer gesagt, 10 Jahre plus minus wird es noch dauern, bis wir die Legalisierung in Deutschland haben. Langsam glaube ich aber, ich erzähle es schon seit Jahren, dass man jetzt wirklich diese Zahl langsam runterzählen kann und von 10 Jahren minus auf jeden Fall sprechen kann. Es wird jetzt in absehbarer Zeit Verbesserungen beim Thema Cannabis als Medizin geben, eine Entkriminalisierung der Konsumenten vielleicht in der nächsten Legislaturperiode und dann kann man sicherlich unterhalb von 10 Jahren das langsam als realistisch ansehen, dass tatsächlich der Markt reguliert wird. Vielleicht noch ein paar Modellprojekte vorher schon in der nächsten Legislaturperiode, aber es geht unglaublich voran im Moment. Zum Thema CDU und die Diskussion, die da stattfindet. Ich habe letzte Woche die Sensation berichtet, dass erstmalig seit langer, langer Zeit ein CDU-Abgeordneter, Joachim Pfeiffer, der drogenpolitische Sprecher, der wirtschaftspolitische Sprecher der CDU-CSU-Fraktion, sich für die Legalisierung ausgesprochen hat. Und es war ja klar, wie die Reaktionen ausfallen würden. Das möchte ich aber trotzdem kurz berichten. Natürlich haben jede Menge CDU-Leute und CSU-Leute sich jetzt beschwert und gesagt, oh, ganz schreckliches Signal und so geht ja gar nicht. Zum Beispiel der Gesundheitsminister Gröhe, einige andere hochrangige CDU-Politiker, unter anderem zum Beispiel Jens Spahn, der auch als drogenpolitischer Hardliner gilt. Aber auch der hat jetzt im selben Atemzug nochmal bekräftigt, dass er durchaus dafür ist, die Entkriminalisierung der Konsumenten bundeseinheitlich zu regeln, also im Betäubungsmittelgesetz gleich festzuschreiben, bis zu welcher geringen Menge die Konsumenten tatsächlich nicht mehr bestraft werden sollen. Und da kann man sich dann vielleicht auch darauf einigen, dass der Besitz dieser Menge eben auch gar keine Straftat mehr darstellt, was dann tatsächlich die Polizei schon mal erheblich entlasten würde. Sie müssen also keine Strafverfahren überhaupt mehr einleiten, die dann sowieso meistens später eingestellt werden. Und das wäre sicherlich eine erhebliche Entspannung der ganzen Situation. Dr. Pfeiffer behält sein Rückgrat. Er hat nochmal nachgelegt und nochmal erklärt, warum er für die Legalisierung ist, Argumente nachgeschoben in einem längeren Facebook-Beitrag. Ich habe den unter dem Video verlinkt, habe ihn selber auch geliked und auch das Profil von Herrn Pfeiffer. Überlegt euch mal, ob ihr das auch machen wollt. Er hat auf diesem Beitrag, warum er legalisieren will, schon im Moment 3.500 Likes, mehr als er selber Fans hat, also schon ziemlich ungewöhnlich. Also supportet den Mann und zeigt ihm, dass er nicht alleine dasteht, auch wenn seine Fraktion im Moment so tut. Leider hat sich noch kein anderer CDU-Abgeordneter auf seine Seite geschlagen, öffentlich, und gesagt, ja, ich bin auch dafür, der Mann hat recht. Das ist sicherlich eine Frage der Zeit, aber scheinbar müssen wir darauf noch ein bisschen warten, bevor andere zeigen, okay, wir diskutieren tatsächlich ernsthaft, auch in der Unionsfraktion. Dann hatten wir 2 Drogen- und Suchtberichte gleich diese Woche, die durch die Medien gegangen sind. Ich fange mal mit dem Offiziellen der Regierung an. Frau Mortler hat gestern den üblichen Drogen- und Suchtbericht der Regierung vorgestellt.
Der ist eigentlich gar nicht so dumm, wie es teilweise rüberkommt. Da stehen viele interessante Sachen drin zum Thema Prävention. Wie kann man eine vernünftige Prävention organisieren? Welche Probleme gibt es mit Drogen? Durchaus auch mit Cannabis. Da kann man ja auch mal drauf schauen. Ja, es gibt natürlich Leute, die Probleme haben und in Behandlung geraten. Andere Themen wie die neuen psychoaktiven Substanzen, die ganzen komischen Legal Highs spielen da eine Rolle. Vor allen Dingen aber auch die Probleme mit den legalen Drogen, Alkohol und Tabak, die stehen ganz stark im Vordergrund auch in diesem Drogen- und Suchtbericht. Da ist die Relation also schon im Grunde okay. Der Bericht stellt schon fest, ja, in dem Bereich haben wir eigentlich die größten Probleme, da sterben die meisten Leute, da gibt es die meisten Gesundheitsprobleme und Abhängigkeitsprobleme. Aber in diesem Bericht spielt das Thema Prohibition praktisch überhaupt keine Rolle. Außer beim Thema Legal Highs, wo die Regierung jetzt überlegt, wie können wir die Dinger schneller verbieten, diese neuen Substanzen, die da auf den Markt kommen. Ansonsten, obwohl wir ja wissen, dass vom finanziellen Aufwand her die Repressionssäule der Drogenpolitik die allergrößte ist und viel mehr Geld für Polizei und Gerichte ausgegeben wird als für Prävention und Behandlung, trotzdem spielt dieses Thema in diesem Bericht praktisch überhaupt keine Rolle. Auch die Auswirkungen der Prohibition, welche schädlichen Auswirkungen die hat. Und die ganze Legalize-Debatte wird im Prinzip komplett ausgeblendet in diesem Bericht. Aber Frau Mortlack kommt da trotzdem nicht drum rum. In derselben Woche, wo ihre eigenen Abgeordneten anfangen, die Revolte zu proben und die FDP die Legalisierung beschließt und überhaupt ganz Deutschland über die Legalisierung debattiert, kann sie diesen Bericht nicht vorstellen, ohne dazu Stellung zu nehmen, ohne dazu gefragt zu werden. Und hier zeigen wir euch mal, was Frau Mortler diesmal zu dem Thema sagt. Die Legalisierung leichter Drogen wie Cannabis lehnt die Drogenbeauftragte entschieden ab. Cannabis ist leider die illegale Droge, mit der es losgeht. Je früher ich einsteige, umso größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich auch im Erwachsenenalter weiter konsumiere. Ja, danke, Frau Mortler. Wie gesagt, es wäre eigentlich es wert, auch diesen Bericht der Regierung auch mal genauer sich anzuschauen. Aber solange nicht ernsthaft auch zugegeben wird, dass da Probleme mit der Prohibition bestehen und dass eine riesige Diskussion in Deutschland stattfindet, wird diese vernünftigen Teile in diesem Bericht werden davon einfach komplett überlagert. Das führt auch zu Schlagzeilen in den Medien, die sich immer sehr stark auf diese Frage konzentrieren, zu Überschriften, Mortler gegen Cannabis-Legalisierung, obwohl es ja eigentlich eher um ganz was anderes geht. Und genau aus diesem Grund gab es einen zweiten Drogen- und Suchtbericht, den alternativen Drogen- und Suchtbericht, dieses Jahr zum zweiten Mal, der ist letztes Jahr schon erschienen, wird getragen von den Verbänden Accept, Yes und der AIDS-Hilfe und vielen unabhängigen Wissenschaftlern und Experten, die Beiträge schreiben zu diesem Bericht. Maximilian Plenert vom DHV war unsererseits derjenige, der da mitgemischt hat und der auch in der Tagesschau gelandet ist, genauso wie Frau Mortler. Auch das zeigen wir euch mal kurz. Wir haben heute schon einen unkontrollierten Schwarzmarkt und es wäre für alle besser, wenn der in einen regulierten Markt für Erwachsene überführt werden würde, mit Jugendschutz, mit Verbraucherschutz, weil dann hätten wir eine ganze Menge Probleme, die wir uns selbst gerade schaffen, nicht mehr. Ja, auch ein schönes Ergebnis. Wir haben nicht so oft Treffer in der Tagesschau als Handverband, als kleiner Verband ja eigentlich. Also von daher auch das ein schönes Ereignis. Und das zeigt eben, diese Legalize-Debatte ist nicht totzuschlagen. Alle Medien haben darauf reagiert, haben darüber berichtet. Wir würden übrigens als DHV auch gerne mehr dazu beitragen. Wir haben es personell kaum geschafft, diesmal wirklich vernünftig, substanziell auch Beiträge beizusteuern. Und von daher nochmal der Appell, unterstützt den DHV. Wir brauchen noch mehr Ressourcen, um zum Beispiel auch bei so einer Sache wie dem alternativen Drogen- und Suchtbericht mehr beizutragen und natürlich dann auch entsprechend mehr wahrgenommen zu werden dabei, aber eben auch um cannabisspezifische Themen noch mal ein bisschen expliziter zu setzen bei der ganzen Geschichte. Dann haben wir noch CDU und SPD wieder mal, die diesmal in München die Legalisierung stoppen quasi. Ich hatte ja berichtet, auch in München haben die Grünen ein Modellprojekt zur Cannabisabgabe beantragt, genauso wie alle anderen deutschen Millionenstädte, Berlin, Hamburg, Köln, überall wird ein solches Modellprojekt diskutiert. Bei München war man natürlich gleich skeptisch, ob da irgendwas bei rauskommt und tatsächlich CDU und SPD haben das gestoppt und haben gesagt, nein, wir warten erstmal ab, wir gucken, was in den anderen Städten passiert und wir machen erstmal gar nichts.
Aber immerhin wurde auch gesagt, das soll jetzt keine Richtung vorgegeben werden. Wir schauen mal, was da passiert. Das Stichwort Legalisierung wurde zwar überall gestrichen und so weiter, aber naja, man sagt zumindest, man will da weiter hinschauen. Und diese Draufhau-Rhetorik auf Cannabis war da offensichtlich auch nicht allzu sehr ausgeprägt. Und die Opposition ist komplett Sturm gelaufen. Nicht nur Grüne, sondern auch Linke und FDP und alle, die da im Parlament unterwegs sind, haben gesagt, oh Gott, wir stecken jetzt wieder den Kopf in den Sand, warten jahrelang ab, anstatt die Problemlösung anzugehen. So sieht es also aus in München. Und natürlich Teil des Erfolgs und der Riesendebatte, die hier gerade losgeht, sind auch die Proteste auf der Straße. Wir hatten nochmal ein größeres Wochenende zum Global Marihuana Marsch, letztes Wochenende mit einigen Veranstaltungen. Und das kann euch der Florian Rister besser erzählen als ich. Also Florian, erzähl mal. Ja, danke Georg. Hallo liebes DHV-Publikum. Auch in der letzten Woche fanden nochmal viele Global Marihuana Marches in Deutschland statt, auch wenn der große Höhepunkt jetzt quasi schon vorbei ist. In Ingolstadt gab es am Vatertag, am Donnerstag bereits, einen GMM, den ersten in der dortigen Lokalgeschichte mit ungefähr 140 Teilnehmern. In Berlin zogen ungefähr 500 Menschen vom Startplatz Warschauer Brücke los durch die Stadt und forderten eine Legalisierung von Cannabis. Ich habe dort auch eine kleine Rede gehalten. In Freiburg gab es eine relativ spontane Demonstration, die erst vor wenigen Wochen uns bekannt wurde. Trotzdem sind ungefähr 100 Menschen dort auf die Straße gegangen, also trotz der kurzfristigen Bewerbungszeit eine relativ gute Zahl, eine solide Zahl. Und ja, Glückwunsch an die Organisatoren. In Siegen gingen ungefähr 80 bis 100 Teilnehmer auf die Straße. Auch aus Köln kamen einige Unterstützer dazu, sodass es eine runde Demonstration war und wir haben relativ positives Feedback bekommen. In Würzburg gab es nochmal eine größere Demonstration in Bayern. Ungefähr 500 Teilnehmer haben sich dort beteiligt. Es gibt auch schöne Fotos und Videos im Internet davon. Ja, scheint eine runde Sache gewesen zu sein. Der zweite Global Marihuana March in Würzburg nach dem im letzten Jahr. Also eine erfolgreiche Geschichte und wir hoffen, dass das auch im nächsten Jahr in Würzburg so weitergehen wird. Wir müssen uns nochmal bei allen Organisatoren bedanken. Viele haben es schon mal gehört und können es vielleicht nicht mehr hören, aber es ist wirklich unglaublich. In 27 deutschen Städten haben sich ganz viele Menschen die Arbeit gemacht, so eine Veranstaltung auf die Beine zu stellen. Ihr könnt mir glauben, ich weiß aus eigener Erfahrung, es ist viel Arbeit. Man hat viele, viele Tage und Wochen damit zu tun, muss unglaublich viel Zeit reinstecken. Viele Organisatoren haben auch privates Geld teilweise in die Veranstaltungen gesteckt. Trotzdem wir glücklicherweise von Blackleaf 200 Euro an viele Organisatoren zur Verfügung stellen konnten und auch viele andere Sponsoren natürlich gefunden wurden. Also einfach großen Respekt und großen Dank an alle, die sich vor Ort hinter die Veranstaltung geklemmt haben, die mitgemacht haben, die mitgeholfen haben und organisiert haben. Nur so geht es, nur wenn viele Menschen arbeiten und Energie reinstecken, werden wir die Legalisierung erreichen. Also tausend Dank von meiner Seite. Ja. Zum Schluss bleibt noch zu erwähnen, in Plauen gibt es noch den letzten Global Marihuana March für Deutschland. Am 23. Mai um 11 Uhr geht es dort los. Ja, die Gesamtzahlen werden sich dadurch wohl nicht mehr groß verändern. Deswegen können wir jetzt schon eine finale Zahl der Teilnehmerzahlen veröffentlichen. Es sind auf jeden Fall über 7000 Menschen bei allen Global Marihuana March Veranstaltungen in Deutschland dabei gewesen. Das ist super, das sind sehr, sehr viele Menschen und das ist ein tolles Zeichen an die Politik und wir sehen ja im Moment auch schon, wie sich in CDU und FDP langsam die Fronten verschieben. Und ich glaube, das hängt auch so ein bisschen damit zusammen, was wir in den letzten 3-4 Jahren in ganz Deutschland auf die Beine gestellt haben an Hanfbewegung, an Legalisierungsforderungen und an offener Konfrontation mit diesem Thema. Ansonsten merkt euch schon mal fürs nächste Jahr, der 7. Mai 2016 wird der zentrale Tag für den Global Marihuana March im nächsten Jahr sein. Ich hoffe, ihr seid dann wieder am Start. Ich werde mir jetzt schon langsam meine Gedanken machen, wie wir uns darauf vorbereiten können und wie wir bestmöglich die Kampagne aufziehen können. Natürlich kommt auch nach Berlin am 8. August zur großen Hanfparade. Es gibt sicherlich noch viele Möglichkeiten. Es wird noch weitere Kundgebungen, Demonstrationen und Podiumsdiskussionen und Infostände geben. In ganz Deutschland sind die Gruppen aktiv und planen und bereiten das Jahr vor. Also haltet euch informiert, schaut auf unserer Webseite nach, schaut immer die DHV-News, abonniert diesen Kanal und dann wisst ihr immer Bescheid, wenn in eurer Nähe was passiert. Also, let's legalize it. Ja, da bin ich wieder und verabschiede mich gleich wieder. Die Legalisierung rockt in Deutschland und ich wünsche euch noch einen schönen Tag und einen geruhsamen Abend.
Und zwar hat sich zusammen mit dem wirtschaftspolitischen Sprecher der Grünen Bundestagsfraktion auch der Sprecher der Union, der wirtschaftspolitische Sprecher der CDU-CSU-Bundestagsfraktion, Joachim Pfeiffer, für die Legalisierung ausgesprochen.